Du wirst schnell eifersüchtig und flippst bei deinem Partner oder deiner Partnerin immer wieder aus? Dann bleib dran. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Life Coach hier auf YouTube. Heute reden wir über Eifersucht, denn ich finde das Thema so immens wichtig. Es kommt immer wieder vor, dass man sich in der Partnerschaft irgendwie ankackt und eifersüchtig wird. Und ich will, dass wir das Ganze nochmal ein bisschen aufräumen. Ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht. Aber ich finde, dass wir es nochmal aus verschiedenen Aspekten beleuchten sollten. Und ja, reden wir gar nicht lange drumherum, legen wir direkt los. Erst einmal, warum wird man eifersüchtig? Mir hat gestern eine Freundin gesagt, hey, sei doch froh, wenn eine Frau eifersüchtig ist. Denn es bedeutet, dass sie dich mag. Ja, das mag irgendwie stimmen, da mag auch etwas dran sein, aber es ist viel mehr. Wenn man eifersüchtig ist, hat man Angst, diesen Menschen zu verlieren. Dass vielleicht jemand Besseres kommt. Ja, bei mir als Mann, ich stehe auf Frauen, ist es dann vielleicht so, dass ich Angst habe, oder kommt jetzt ein anderer Mann und schnappt mir dieses Mädchen weg, was ich mag. So, jetzt muss man aber gucken, was bedeutet denn diese Verlustangst? Diese Verlustangst bedeutet, dass jemand anderes besser sein könnte. Es bedeutet also, ich habe Minderwertigkeitskomplexe, dass ich denke, dass ich selbst nicht genüge, dass ich nicht interessant genug bin, nicht cool genug, nicht liebenswert genug, dass sie bei mir bleibt und dann zu einem anderen geht. Das heißt, an der Stelle muss ich an mir selber arbeiten. Wenn ich sage, ich bin vielleicht nicht interessant genug, dann arbeite an deiner Persönlichkeit, werde interessant, werde ein interessanter Typ. Im gleichen Moment musst du aber auch an dir selbst arbeiten, an deiner inneren Einstellung und sagen, ich bin es wert, ich weiß, was ich wert bin. Und wenn sie mich nicht liebt, wenn sie mich nicht wertschätzt und dann zu einem anderen Typ geht, dann hat sie Pech gehabt. Dann hat sie das Beste in ihrem Leben einfach weggeworfen und verloren. Und dann ist sie es auch nicht wert, an meiner Seite durch mein Leben zu streiten, mit mir zusammen einfach all meine Träume zu erleben und zu ergründen. Und so muss man denken. Man muss da einfach auch selbstsicher genug sein. Nun wissen wir also, wo die Eifersucht herkommt, was sie in uns auslöst. Die Frage ist doch aber, hat es denn vielleicht gute Eigenschaften in der Beziehung, dass man eifersüchtig ist? Oder hat es mehr negative Eigenschaften? Und das wollen wir doch nochmal so ein bisschen beleuchten. Was ich immer wieder in langen Beziehungen erlebe, ist, dass meine Freundin zu mir kommt und mich anschaut, ganz erwartungsvoll und mich fragt, Schatz, warum bist du eigentlich nie eifersüchtig? Da denke ich mir nur, was soll das jetzt? Ich habe so hart dafür gearbeitet, einfach mit mir im Einklang zu sein und jetzt soll ich wieder eifersüchtig werden? Nee, das will ich nicht. Aber ich kann es gut verstehen, denn sie sagt dann auch, ja, du bist nie eifersüchtig und ich will einfach spüren, dass du mich liebst, dass du auch um mich kämpfst und all dieses bla bla bla, was sich eben Menschen so wünschen. Aber das ist natürlich ihr Problem und nicht mein Problem. Natürlich kann ich diesen ganzen Gedankenprozess vollkommen verstehen. Natürlich. Aber du kannst diesen Menschen, den du liebst, auf so viele verschiedene Arten und Weisen zeigen, dass dieser Mensch dir wichtig ist. Dazu musst du nicht extra eifersüchtig sein. Du kannst einfach für diesen Menschen da sein. Einfach tolle Sachen mit und für diesen Menschen machen. Dafür muss man nicht eifersüchtig sein. Aber ich kann diesen Gedankengang gut verstehen. Das heißt, etwas Eifersucht ist anscheinend sogar ganz hilfreich, auch wenn ich selber das ja, für ein bisschen schwachsinnig halte und das nicht so cool finde. Aber ihr seht, es ist durchaus hilfreich. Wie verhält es sich nun aber, wenn man so ein richtig eifersüchtiger Mutterficker ist und seiner Freundin hinterher telefoniert, ihr immer wieder hinterher spioniert und alles, was sie macht, kritisiert und beobachtet? Natürlich nicht gut. Das könnt ihr euch alle denken, ihr alle kennt das auch aus Mitten im Leben, dem RTL-Doku-Bullshit-Fernsehen, aber selbst die haben das kapiert, obwohl die ganze Scheiße immer wieder gestellt ist. Aber selbst da ist es realistisch, Eifersucht kommt nie gut an. Man muss sich halt einfach in beide Lagen versetzen. Einmal in den Eifersüchtigen, der natürlich diese Verlustängste hat, aber natürlich auch in die Person, die dann immer wieder bedrängt wird. Und der man ja auch immer wieder das Vertrauen abspricht. In dem Moment, wo du eifersüchtig bist und sagst, wo gehst du hin, was machst du und diesen Menschen kontrollierst, schränkst du erstens diesen Menschen ein, du schränkst auch die Persönlichkeit des Menschen ein, den Handlungsspielraum dieses Menschen und du sprichst diesem Menschen Vertrauen ab.
denn du zeigst, du vertraust ihr nicht mehr oder du vertraust ihm nicht mehr. Und das ist einfach nur traurig. Wenn du deinem Partner nicht vertraust, wem kannst du denn dann noch vertrauen? Es ist einfach an diesem Punkt in einer Beziehung mit einem anderen Menschen, da muss man Vertrauen entwickeln, da muss man Vertrauen haben. Und wenn man dieses Vertrauen nicht hat, schafft es einfach künstlich. Behaltet diese Ängste verdammt nochmal für euch oder redet ganz normal darüber. Das heißt, sucht die Diskussion, sagt, hey Schatz, ich würde gerne mit dir darüber reden, ich habe diese Gefühle und ich finde es schade, dass ich diese Gefühle habe und ich will dir nicht damit auf den Sack gehen, aber ich habe sie nun mal, was können wir da machen? Und das finde ich ganz wichtig, dass man über alles reden kann. Also ganz wichtig, dieses Vertrauen nicht absprechen. Das ist einfach etwas, was sehr verletzend ist. Jedenfalls für mich und extrem nervend und belastend, wenn man sich immer wieder als Partner überlegen muss, oh, was denkt sie jetzt, was ich wohl gerade mache, jetzt muss ich sie wieder anrufen oder da kommt jetzt wieder dieser Kontrollanruf von ihr, wo sie fragt, was machst du gerade, mit wem bist du gerade unterwegs und wieso und weshalb, war das gerade eine Frauenstimme? Das geht einfach gar nicht. Du darfst weibliche Freundinnen haben und männliche Freunde und du darfst mit denen ausgehen, ohne die andere Person, ohne deinen Partner und ohne, dass dieser Mensch dir andauernd hinterher spioniert und auf den Sack geht. Natürlich kann man schon mal fragen, mit wem bist du unterwegs und was machst du? Aber wenn man das immer mehr einengt und dann vielleicht den anderen Menschen sogar noch etwas verbietet, nein, du darfst nicht mit ihm abhängen oder mit ihr und das Ganze immer mehr einschränkt. Da gibt es ja Typen, die sperren auf einmal ihr Mädchen, also ihre Freundin, zu Hause ein oder schreiben ihr vor, was sie zu tragen hat an Kleidung oder nicht und dieses und jenes. Sowas geht überhaupt nicht. Das Schlimme ist, dass Eifersucht in einer Beziehung mehr schadet, als es wirklich nützt. Denn wenn ein Mensch immer wieder kontrolliert wird und in die Enge gedrängt wird und in seiner Persönlichkeit immer mehr eingeschränkt wird, dann zieht dieser Mensch irgendwann den Schlussstrich und sagt, bis hierhin und nicht weiter, lass uns das Ganze beenden. Denn das macht ja keinen Spaß. Man will doch in einer Beziehung glücklich sein. Man will mit diesen anderen Menschen tolle Sachen erleben. Man will sich zusammen etwas aufbauen, gemeinsam an Zielen arbeiten und sich nicht andauernd streiten und irgendwie abfacken und auf den Sack gehen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da einfach sagt, okay, ich muss hier schauen, dass ich eine gewisse Schwelle nicht überschreite und den anderen Menschen einfach als dem respektiere, der er ist. Ein Individuum, ein Mensch, den ich liebe. Und wenn ich diesen Menschen verändere und forme, ist er nicht mehr der Mensch, in den ich mich verliebt habe. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was denkt ihr darüber? Wie steht ihr zum Thema Eifersucht? Was denkt ihr darüber? Und seht ihr das genauso wie ich? Oder habt ihr da vielleicht eine ganz andere Meinung? Diese Videos, die ich hier immer wieder rausbringe, sind ja nicht nur dazu da, von oben herab mit euch zu reden und zu sagen, hey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Denn das habe ich nicht, ich weiß nicht alles. In Wahrheit weiß ich gar nichts. Und das ist aber schon mal ganz gut, wenn man an dem Punkt ist und weiß, ich weiß gar nichts, ich bin an einem Punkt ganz unten und ich kann noch viel lernen und ich will von euch lernen. Ich will eure Kommentare lesen, ich will durch euch lernen, mich weiterentwickeln und dafür ist ja dieser Kanal hier gedacht. Im Anschluss bin ich noch um 18 Uhr auf YouNow, da könnt ihr auch nochmal einschalten. Ich bin gespannt, wer von euch dabei ist und da können wir auch noch die ein oder andere Frage klären. Also, in dem Sinne, Love, Peace und Wackenwall, bis dann. Ciao. Das war's auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben und schreibe mir doch bitte unter die Videokommentare deine Anregungen und deine Meinung zu dem Video und dann sehen wir uns nächste Mal wieder in einem neuen Video. Love, Peace und Wackenwall, bis dann. Ciao.